Moin Leute, ich bin's Julian und heute kommen wir endlich mal wieder zu den Premium-Gadgets. Ich muss sagen, gerade als Technikbegeisterter ist das immer wieder eine sehr, sehr spannende Kategorie, weil auch wenn die Produkte hier zwar im oberen Preisbereich liegen, sind das immer wieder die Technikgeräte, die natürlich auch zuerst die Innovationen abbekommen und an denen man sehen kann, wo es auch für günstigere Technik in Zukunft hingehen kann. Eine sehr, sehr spannende Sache, deswegen würde ich sagen, lasst euch überraschen, was wir hier Cooles rausgesucht haben und ich würde sagen, wir legen auch direkt los, also auf geht's! Ich muss sagen, ich habe vor ein paar Jahren einfach für mich den Entschluss gefasst, digitale Fotografie ist schön und gut, aber du guckst dir diese Bilder dann am Ende doch nur auf dem Smartphone an und ich will einfach auch irgendwo was in der Hand haben. Und deswegen mache ich auf Geburtstagen, im Urlaub, auf Hochzeiten sowieso ständig Bilder mit meiner Kamera. Das hier ist nur eine ganz kleine Auswahl von denen, die ich habe. Zu Hause sind noch mehr. Und wenn man da sich einfach mal so durchschaut, das ist einfach schön, sowas in der Hand zu haben. Hier, 30. Geburtstag vor 2 Jahren. Alte Bekannte, da konnte man noch feiern. Ah, hier der Urlaub mit dem Bus. Also ihr seht, ich habe die Dinger hier sogar im Gebirge mit dabei. Aber ich höre trotzdem immer wieder, ja, ist schön dieser Polaroid-Look, aber so richtig scharf sind die dann irgendwie doch nicht. Da fehlt es mir ein bisschen an Qualität und genau dafür haben wir dieses Produkt jetzt für euch. Das ist der Instax SP3. Und dieser Drucker hier, der verbindet sich dann drahtlos mit jedem Android- und iOS-Phone und druckt eure Fotos dann auch ohne Sofortbildkamera auf die gleichen Instax-Fotos. Ihr braucht dazu lediglich die originalen Instax-Filme. Da kostet dann ein Bild ungefähr 85 Cent. Und so könnt ihr euch natürlich auch alle Fotos aus eurer bereits bestehenden Fotobibliothek dann auf Instax-Bilder drucken. Das finde ich einfach total genial. Die sind dann auch wirklich von der Qualität besser als die, die dann aus so einer Instax-Kamera kommen. Also, ein Top-Gadget, der Instax SP3. Als nächstes gebe ich jetzt hier mal den Sicherheitsbeauftragten, denn es geht um einen Fahrradhelm, aber nicht irgendeinen, sondern den Lumos Kickstart. Warum hat im Jahr 2020 nicht jeder einen solchen Helm? Weil er ist einfach wirklich super einleuchtend vor allem. Ja, perfekt. Nee, er hat nämlich viele Leuchten, einmal vorne und hinten und on top hat er Blinker. Ich kann euch das mal zeigen. Jetzt blinkt er hier nach links oder nach rechts. Er wird über eine Fernbedienung gesteuert, die kann man dann einfach zum Beispiel an seinen Fahrradlenker anbringen und dann ja sicher durch den Straßenverkehr kommen. Einmal die Lampen an sich machen natürlich schon extrem viel aus, dass man einfach jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit einfach besser sichtbar ist. Hinzu kommt natürlich dann noch das Blinken, das ist halt nochmal zudem sehr, sehr praktisch. Wenn man zum Beispiel das Handzeichen im Dunkeln fast gar nicht sieht, ist das natürlich hier mit einem Blinker deutlich schöner gelöst. Man kann darüber hinaus auch überall einstellen, wie schnell es blinken soll. Umso schneller es blinkt, desto schneller wird natürlich auch der Akku leer sein. Das kann man hier zwischen 3 bis 18 Stunden schätzen, die Akkulaufzeit. Das heißt natürlich, man muss im Umkehrschluss diesen Helm auch ab und zu mal aufladen. Das kann man einfach über USB machen. Wir haben hier so einen Kontakt, worüber man das Ganze dann einfach laden kann. Wie es sich für einen smarten Helm gehört, gibt es hierzu natürlich noch eine App, worüber man zum Beispiel die gerade angesprochenen Blinkereinstellungen anpassen kann. Man kann mit ihr Strecken aufzeichnen. Es gibt eine Bremslichtfunktion und dann halt hinten das Bremslicht richtig schön aufflackert. Das ist mega geil und on top kann man mit der App natürlich auch noch seine Apple Watch verbinden, damit man dann über die Apple Watch halt die Blinker links oder rechts einstellen kann. Das finde ich auf jeden Fall mega cool gemacht und insgesamt ist das Ganze einfach ja ein Must-Have für jeden Fahrradfahrer. Das muss man einfach so sagen. Es ist deutlich sicherer, es macht für den Technikbegeisterten auch einfach Spaß, wie das Ganze funktioniert. Von daher kann ich den Lumos Kickstart nur weiterempfehlen. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich habe ja irgendwo so ein Faible für diesen ganzen Retro-Kram und deswegen höre ich natürlich auch leidenschaftlich gerne Platten zu Hause. Und ich könnte euch jetzt einen 30-minütigen Vortrag halten, warum mir Plattenhören so viel Freude bereitet, aber das würde den Rahmen hier leider sprengen. Nichtsdestotrotz, mein Plattenspieler ist zu Hause, würde ich sagen, die beste Investition in den letzten Jahren gewesen und deswegen empfehle ich ihn hier euch auch weiter. Mein Modell ist der Project RPM 1.3 und wie ich finde ein hervorragendes Einsteigermodell. Für 300 Euro zwar nicht ganz billig, aber dafür bekommt man hier eben auch schon viel geboten. Eine gute Verarbeitung, einen sehr hochwertigen Tonabnehmer, der allein schon, glaube ich, um die 100 Euro kostet. Also man muss bei diesem Plattenspieler jetzt wirklich keine großen Abstriche machen.
Ich finde, das Schöne an diesem Modell hier ist auch einfach, dass der ganze Plattenteller an sich schon der Plattenspieler ist. Also da gibt es nicht noch viel Schnickschnack. Wir haben hier einen Riemenantrieb, was ich auch richtig genial finde. Ein manuelles System, das heißt, wir müssen hier komplett den Arm auch selber auf die Platte auflegen und wieder zurückführen. Und das entschleunigt einfach dieses ganze Musikhören. Das ist was völlig anderes, als mal durch Spotify durch die Playlist zu klicken. Und man kann sich immer mal wieder eine neue Platte gönnen, wenn man Lust hat. Also hier zum Beispiel, das war meine erste Platte, Joshua Tree von U2. Richtig schönes Album. Oder die alten Platten von Papa oder Mama aus dem Keller. Guckt da mal nach, da können dann solche Sachen dabei sein. Phil Collins, die Beatles, einfach richtig cool. Aber auch neue Scheiben, wie hier zum Beispiel das Album Kiox von Felix Kummer. Super geniales Album, kann ich euch nur empfehlen. Sogar hier noch verschweißt. Oder Film-Soundtracks, A Star is Born. Leute, die Liste ist unendlich. Es ist einfach ein wunderschönes Hobby, das ich euch ans Herz legen möchte. Also ihr merkt das wahrscheinlich schon selber. Ich habe einfach auch Freude daran, wenn andere Leute Freude daran haben. Also, ein Top-Gadget, mein Plattenspieler. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit konnte ich mir eine Sache nicht nehmen lassen, und zwar einfach mal ein anderes Weihnachtsbaumkonzept auszuprobieren. Bisher konnte man sich entweder einen künstlichen Baum oder eben einen echten wie eine Nordmann-Tanne kaufen, und das war's. Viel dazwischen gab es irgendwo nicht, bis ich in diesem Jahr auf das Konzept des Keihnachtsbaum gestoßen bin. Und wie der Keihnachtsbaum funktioniert, ist eigentlich relativ simpel, denn das Produkt an sich ist eigentlich mehr der Baumstamm an sich. Er hat drei Füße, man kann alles zusammenschrauben und dann hat man im Endeffekt einen Baum ohne die Tannennadel. Und das Schöne daran ist, dass man diesen Baum eben dadurch, dass er modular ist, einfach selber in der Höhe anpassen kann. Wenn man sagt, hey, dieses Jahr möchte ich mal einen wirklich hohen Baum haben, kann man ihn bis zu 2,20 Meter hochschrauben und er endet auch immer mit diesem schönen, ja, Stern oben aus Holz. Der Baumstamm hat dann im Endeffekt überall eingefräste Löcher, in diese man dann einfach Tannenzweige hineinstecken kann. Das funktioniert, indem man die Tannenzweige einfach beispielsweise im Gartencenter kauft. Man muss dann immer die Enden der Zweige auf den richtigen Durchmesser schnitzen, damit man das Ganze dann auch ordentlich einstecken kann. Wenn das Ganze dann aber erstmal aufgebaut ist, sieht es wirklich extrem gut aus, weil dadurch, dass der Stamm halt quasi künstlich erschaffen wurde, der Rest aber echt ist, kann man wirklich seinen perfekten Weihnachtsbaum formen. Der ist wirklich super dicht, er hat die perfekte Form, keinerlei Lücken oder Löcher, und das ist, glaube ich, auch die größte Qualität vom Keihnachtsbaum. Diese Perfektion hat aber definitiv ihren Preis, denn wenn man einen Keihnachtsbaum jetzt vorbestellt, kostet dieser 140 Euro, und für diesen Preis kann man sich schon, ja, einige Nordmann-Tannen kaufen, das darf man nicht vergessen. Und on top kommt ja jedes Jahr auch noch der Preis für das Tannengrün, was man sich immer wieder frisch besorgen muss. Es ist leichter vom Transport, gerade wenn man zum Beispiel im dritten Stock wohnt, kann man das Tannengrün natürlich super einfach da hochtransportieren im Vergleich zu einem großen Baum. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, meiner Meinung nach der größte Knackpunkt am Keihnachtsbaum der Preis und dass er nach 3 Wochen etwa dann auch irgendwann natürlich die Nadeln verliert. Also unser ist jetzt gerade 3 Wochen alt und jetzt fängt er an, so ein bisschen durchzuhängen. Wenn man gegenstößt, fallen die ersten Nadeln runter. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz finde ich das Konzept wirklich richtig, richtig cool, und ich bin sehr gespannt, wie lange dieser Baum noch halten wird. Wenn ihr unser letztes Geschenke-Video gesehen habt, dann habt ihr auch das Waffeleisen gesehen, das wir euch in diesem Video vorgestellt haben. Allerdings waren das ja alles nur Geschenkideen unter 50 Euro. Und heute zeigen wir euch Premium-Gadgets, und deswegen zeigen wir euch jetzt einfach mal die Premium-Variante von diesem Waffeleisen. Und das ist dieses Modell hier. Das sieht schon viel abgefahrener aus als das letzte. Und es hat auch einige besondere Funktionen, die ich euch jetzt einfach mal zeige. Ui, das ist auch schon ganz schön heiß. Nachdem wir nämlich den Waffelteig hier quasi reingemacht haben, können wir das Ganze drehen. Und damit verteilt sich natürlich der Waffelteig im Waffeleisen optimal. Wir haben aber auch hier oben noch einen Drehregler. Und das Besondere daran ist eben, dass wir dieses Waffeleisen nicht einfach ein- und ausschalten können. Das ist also nicht einfach nur heiß und fertig, sondern wir können hier unter 7 verschiedenen Stufen quasi den optimalen Bräunungsgrad für unsere Waffel wählen. Das ist echt schon richtig abgefahren. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch mal eine Waffel. So. Nachdem der Teig jetzt also drin ist, können wir das Ganze hier einfach mal umdrehen, und damit verteilen wir quasi den Teig auf alle Seiten. Und ihr seht schon, hier läuft auch nichts raus. Sollte das trotzdem mal passieren, haben wir hier unten quasi so eine Art Auffangbecken. Und jetzt bin ich einfach nur gespannt, wie die Waffe wird. So, das sollte reichen. Oh, das sieht gut aus. Die holen wir doch mal ganz schnell hier raus. So. Also, die können sich wirklich sehen lassen. Guten Appetit.
Ihr müsst wissen, in der Vorbereitung zu diesem Video hat mich Patrick gefragt, hey, Julian, was ist denn dein dekadentestes Gadget? Und ich muss ehrlich sein, dabei musste ich nicht lange nachdenken. Das ist nämlich ganz klar der Kaffeevollautomat von Siemens. Der nennt sich EQ9 und der ist einfach extrem geil. Einmal natürlich vom Kaffee selbst. Also egal, ob man sich einen Cappuccino, einen Espresso, einen Latte Macchiato, einen stinknormalen Kaffee oder einen Milchkaffee machen möchte, die Ergebnisse sind wirklich extrem stark geschmacklich. Darüber hinaus haben wir zwei Mahlwerke. Das heißt, wir können auch unterschiedliche Bohnen nutzen, ohne immer was umfüllen zu müssen. Was für mich als Technikinteressierten dann eher spannend war, war vielmehr der Punkt Smart Features. Und hier hat der Vollautomat auch einiges zu bieten. Das fängt einmal an bei einer Echo-Unterstützung. Das heißt, ich kann per Sprachbefehl sagen, mach mir einen Kaffee und schon fängt die Kaffeemaschine an, diesen zuzubereiten. Im Endeffekt ist das ein Feature, wo ich ganz ehrlich sagen muss, benutze ich persönlich sehr, sehr selten. Was ich viel spannender finde, ist die Home Connect App, denn hier können wir unseren Vollautomaten einbinden und dann über die App halt den Kaffee sehr genau einstellen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich mir einen Cappuccino mache, ich möchte genau einstellen, wie viel Milch im Kaffee landet. 30%, 20%, wie auch immer. Zudem kann man die Stärke des Kaffees sehr genau einstellen und eben auch den gesamten Füllstand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, meine Tasse, die fasst 300 Milliliter, kann ich das auch wirklich exakt voll machen. Einfach cool. Und es ist auch einfach schöner, das am Smartphone einzugeben, als irgendwo an der Kaffeemaschine kompliziert über irgendwelche Tastenkombinationen. Dementsprechend finde ich das hier wirklich sehr, sehr sinnvoll. Was noch on top kommt als Kleinigkeit ist, dass man immer eine Push-Notification bekommt, sobald der Kaffee fertig ist. Das heißt, dann kann man direkt aufstehen, sich seinen Kaffee abholen und los geht's. Wer mir auf Instagram folgt, der wird wahrscheinlich vor ein paar Wochen auch gesehen haben, dass ich den LE01, den neuen Wireless-Speaker von Braun, komplett abgefeiert habe. Aber die neuen Braun-Speaker, die beschränken sich eben nicht nur auf ein Modell, sondern auf drei. Und der kleinste im Bunde, das ist der LE03, dieser hier. Dieser kleine Kerl hier glänzt ebenfalls mit einem wunderschönen und dezenten klassischen Look. Die ehemals von Dieter Rahms designten Stücke waren auch bei den neuen Lautsprechern das Vorbild. Was der LE1 von 1959 aber nicht hatte, war ganz sicher ein Google Assistant oder aber auch AirPlay 2. Die Soundqualität aller drei Braun-Speaker ist wirklich gut. Der kleine LE03 ist dabei natürlich vom Klang her das schwächste Glied, aber dennoch endlich ein Wireless-Speaker, der im kompakten Gehäuse Premium-Klang bieten kann. Also anders als die Echo-Modelle beispielsweise. Ich muss sagen, als ich ihn das erste Mal gehört habe, war ich doch überrascht, wie zurückhaltend er beim Bass ist. Also da haben die größeren Geschwister auf jeden Fall dann doch ein bisschen mehr auf dem Kasten. Wer also ein Bassmonster sucht, ist mit diesem kleineren LE03 jetzt nicht so gut beraten. Aber dafür bietet er, und da ist er wirklich King in seiner Klasse, einen unfassbar klaren und schönen Klang. Also für das Badezimmer beispielsweise oder ein LE03 in der Küche ist es eigentlich genau der richtige Speaker. Das waren jetzt aber auch unsere Premium-Gadgets für heute. Schreibt uns sehr gerne mal euren Favoriten unten in die Kommentare herein. Ich meine, das waren ja schon wirklich sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und ja, falls ihr im Kontrast jetzt vielleicht auf der Suche nach günstigeren Gadgets seid, dann haben wir erst letzte Woche für euch ein Geschenkideen-Video für unter 50 Euro produziert. Das findet ihr hier einfach neben mir eingeblendet. Deswegen schaut dort vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin, viel Spaß und tschüss.